Ha! Ich hab nicht genügend HP. Na super. Blitzschlag! Aua! Die ist ja fast down. Zack, einen verpasst. Aua. Oh, Alter. Die darf eigentlich nicht so viel abkriegen, ne? Alter. 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 Jetzt hör mal auf. Toll, der Scheiß. Gut so. Alter. Alter. Los jetzt. Oh, ich dachte jetzt schon, ey. Wir sind in Großwald. Oh oh. Ladebildschirm. Ladebildschirm. La 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 la. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Dum 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 dum. La 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 la. Auf jeden Fall habe ich schon einen Helm auf. Das ist schon mal automatisch Speichern. Lage, Großwald. Der Großwald. Zwischen ist er hier nicht mehr sicher. Aber als Kind habe ich mir mit meinen Freunden hier immer gespielt. Unsere Lieblingsspiel war Soldaten und Ork. Und nun laufe ich hier echte Orks rum. Als Kind war ich gerne auf Baustellen, habe Räuber und Gendarmen gespielt. Im Baustellen? Räuber und Gendarmen? Was ist das? Ach, egal. Hey, Anaui! Kann es nicht sonderlich gut gehen, wenn sie mir schon Kinder schicken. Wie süß! Ich habe schon lange kein so zartes Fleisch mehr gegessen. Was war denn das denn? Du hast uns als Kinder bezeichnet? Das wirst du gleich eine Überraschung erleben. Wahrscheinlich fühlt sie sich jetzt von ihrem Onkel zu sehr behütet. Der Ork hätte sie nicht ein Kind nennen sollen. Nun gut. Nun gut, du hast darum gebeten, du Orkbrut. Na los, komm schon, meine Keule wartet schon lange auf einen guten Kampf. Davor habe ich die meiste Angst. Wir reden uns mal ein bisschen. Huch. Mann! Ich muss leider laufen, dann bringt mir alles gar nichts, ey. Autschen! Autschen! Ja! So, Axt hätten wir auch.
Heißt, wir könnten jetzt eigentlich gleich zurückgehen. Wie kommen wir denn jetzt hier nicht durch? Ich sehe nix. Achso. Unüberwindliche Barrikade. Alles klar. Wir sind irgendwie festgebackt. Ah, jetzt geht's. Ich dachte schon. So, jetzt gehen wir mal zurück zum Onkelchen. Zack. Mist, da ist noch was. Das heißt, wir haben ein bisschen Gold gekriegt. Da ist noch was dran. Damit sollte ich doch eigentlich hier rein können, oder? Achso, mit ihm kann er sprechen. Ich habe viel zu tun. Ja, ich. Ich schwöre bei den Göttern, dass nördlich der Stadt ein junger Lindwurm gesichtet wurde. Angeblich ist er direkt über den Rathof aufgestiegen. Ich hoffe, dass bald ein tapferer Krieger den Bestie erledigt. Ein Lindwurm, aha. Ich würde mir gerne neue Waffen oder so kaufen. Irgendwie sowas. Hallo, Onkelchen. Ich habe die Axt der Wache. Na gut, junger Mann. Ich muss zugeben, dass du wirklich das Schwert umgehen kannst. Ja, sogar ich bin manchmal von den Fertigkeiten überrascht. Bilde dir lieber nicht zu viel darauf ein. Alle Krieger brauchen eine Menge Übung, vor allem so Junge wie du. Nachdem du aber die Wache erledigt hast, soll es so sein. Du kannst bleiben. Vielen Dank, Onkel. Du wirst es bestimmt nicht bereuen. Mir fehlt immer noch ein bisschen die Orientierung hier. Wo soll ich der Meinung nach anfangen? Die wichtigste zuerst. Triff dich mit den Leuten, die in der Festung leben. Besuche den Schmied Tevor, den Händler. Oh, und vergiss nicht, Bran in der Taverne zu besuchen. Alle Reisende kommen dort vorbei. Deswegen ist eine Menge hört und weiß. Die Errungenschaft freigeschaltet. Oh nein. Hey, du bist doch dieser Arthur, oder? Ich habe ein paar Geschichten davon gehört, wie du die Orkwache über übelst zugerichtet hast. Ja, ich habe sie verprügelt. Das ist nicht davon übrig geblieben. Ich bin der hiesige Schmied und heiße Trevor. Die Leute lassen sich gerne Waffen und Rüstungen von mir anfertigen. Ich könnte die Rüstung brauchen. Leider kann ich dir aber nichts bezahlen, da ich ziemlich pleite bin. Nun, da geht es uns ähnlich. Du hast nichts zu bezahlen und ich nichts zum Arbeiten. Weißt du, man hat mir nämlich mein Werkzeug gestohlen. Wer hat dir was getan, Onkel Trevor? Es gibt da eine Bande im Wald. Die Pest möge sie da hinraffen. Sie haben mir meine Sachen gestohlen und wollen jetzt Lösegeld dafür haben. Woher soll ich denn so viel Geld bekommen? Und jetzt drehe ich hier Däumchen wie ein absoluter Faulpelz. Was hältst du davon, wenn wir uns gegenseitig helfen? Ich bringe dir dein Werkzeug zurück und du fertigst dann eine Rüstung für mich. Was hältst du davon? Abgemacht! Aber pass auf, die Banditen sind zäher als ein üble Kobolde. Okay, aber wo finden wir die denn? Das Fass ist leer. Hier ist irgendwo noch eine Quest. Da. Ninive, meine Liebste. Es ist mir eine große Freude, dich wiederzusehen. Und wer ist denn dieser junge Mann?
Das ist Arthur, ein reisender Ritter, der zufällig in unsere Stadt gekommen ist. Nun, dann sei mir willkommen, Ritter Arthur. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ganz meinerseits. Und jetzt pass auf. Immer mal langsam mit den jungen Pferden. Wer stellt denn hier bitte schön die Fragen? Reisender Ritter, helfenden Leuten, also sollst du erst mal mir zuhören. Wenn du ein echter Ritter bist und nicht einfach nur ein Taugenichts, ein Tunichtgute natürlich. Ich bin wirklich einer und ich bin hier, um den Menschen zu helfen. Was ist also dein Problem? An der Straße, die zur Stadt führt, gibt es in der Nähe der Festungsmauern eine alte Gruft. Sie ist wunderschön, leider spukt es in ihrer letzten Zeit. Die Geister schreien greifende Passanten an. Und früher hatten wir wegen ihr eine Menge Besuch, aber jetzt haben die meisten Leute viel Angst. Nachdem du ein Ritter bist, könntest du ja vielleicht hingehen und die Geister irgendwie vertreiben, oder? Es soll nicht zu deinem Schaden sein. Na gut, wenn es dir Freude macht. Ich denke, dass wir den Geister zurechtkommen. So, wir sollten mal eben gucken, einmal so. Wucher. Und Hunde kommen, heißt irgendwelche Banditen aus dem Großwald. Also haben Werkzeug. Also müssen wir wieder zum Großwald. Alles klar. Ich hab wieder weggeklickt. Ich bin ein bisschen falsch gelaufen, kann das sein? Kommen wir hier nochmal raus. Nee, Moment, das ist auch falsch. Hier müssen wir durch, genau. Machen wir erst die Geister, würde ich sagen. Oh, die sind ja schon wieder da. Kampf. Autschen. Aua. 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 Hier. Und hier. Achso. Nimm das. Autschen. Oh oh. So, und dann war nochmal. Passen. Alter! Ja, ich bin ausgewichen. Alter, warum denn auf mich? Alter, warum so viel? Aua. Oh oh. Okay, sie sollte mir mal eben eine verpassen. Jo. Besser ist es. Alter! Die hauen aber drauf, ey. Mein Gott. Quatsch, den wollte ich. Zack. Oh oh. Könnte jetzt wehtun. Oder? Auf jeden Fall. Spätestens jetzt. Ah, nee. Gib mir Kochpulver.
handvoller Münzen. Das Gar geht weiter. Nein. Wir kommen mal wieder im Kampf. Wie schön. Achso, ich habe nicht genügend Aktionspunkte. Alles klar. Aber lass die mal kommen. Weil das sind ja deren Aktionspunkte. Habe ich? Ja, habe ich. Ich sollte gleich heilen. Ich sollte gleich wirklich heilen. Sie sollte mich mal entheilen. Weil ich krieg ganz schön eins auf die Nase. Mist. Ich glaub, das sieht jetzt schlecht aus gleich. Jetzt sieht's schlecht aus. So, da hat er. Zack. Achso, die ist noch am Abklingen, die Fähigkeit. Das ist natürlich schlecht. Puh. Die Geister waren überhaupt nicht angsteinflößend. Spinnen sind da viel schlimmer. Sagen wir den Händler, dass der Weg frei ist. Aber wir haben ja noch eine Aufgabe eigentlich. Das ist Großwald. Irgendwo sollen ja Banditen sein. Oh, Backe. Ah, jetzt ist der Weg frei. Die Frage, wo müssen wir lang? Und hier ist euer Auftrag. Los! Ach nein, du bist unser Auftrag. Und zack! Autschen! Ja gut, bringen wir jetzt eh gerade nicht viel. Alter! Alter! Aua? Ich bin so gut wie down. Ich bin so gut wie down. Nein! Kann sie mir nicht geben? Ne. Oh, oh. Kann ich ihn irgendwie wiederbeleben? Alter, ich muss... Nein! Oh, oh.
Dein Team wurde geschlagen. Autosave 4. Das war jetzt nicht so gut. Was haben wir denn? Irgendwie noch was? Irgendwie was wir machen könnten? Inventar. Ich schau mal. Kleiner Trank der Regeneration. Der wäre vielleicht... Wie kann ich den denn in die... Ich würde den ja gerne... Wie kann ich den denn... Wie kann ich den jetzt hinzufügen? Benutzen. Zur Leiste hinzufügen. Ah, da, so. Ha! Jetzt weiß ich's. Wie kann ich denn verschiedenes? Zutaten, Schriftrollen, Zutaten. Kann ich mir denn irgendwie was sortieren? Na? Eine Aufzeichnung von Zaubern. Na gut, Zauber habe ich keine. Pass mal auf. Wir machen das anders. Wir machen das ganz anders. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Dann sind wir nämlich gleich schon platt. Achso. Dann sind wir nämlich gleich wieder platt. Dann kriegen wir wenigstens schon mal von dem... dem Händler Erfahrungspopel. Also Erfahrungen. Moment! Hier war was. Muss man sich ja auch erstmal alles anschauen. Ist ein bisschen verwirrend hier. Wo war denn jetzt der Händler? Da unten. In der ganzen Rumdreherei, da weiß man nie, wo man hin muss. Da ist er. Haben. Na also, bei der Gruft ist kein Geist mehr und nun kann niemand mehr die Leute erschrecken. Haben, vielen Dank. Du bist tatsächlich ein Ritter, auch wenn ein Junger. Ich bin ja schon gespannt, wie lange die Gruft leer bleibt. Woher sind die Geister denn gekommen? Wir leben in schwierigen und unruhigen Zeiten. Die Toten erheben sich immer wieder aus ihren Gräbern. Und die Gruft ist ein düsterer Ort. Das zieht sie an. Und wer weckt denn die Toten auf? Wer weiß, das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, dass die Welt in den letzten Jahren gefährlicher geworden ist. Also, ob jemand all die dunkle Magie aufgewendet hat, hätte... Nun gut, abgemacht ist abgemacht. Nimm das für deine Arbeit und vergiss nicht, dass ihr bei mir im Laden immer die besten Angebote bekommt. Das ist gut. Was können wir denn jetzt von ihm denn kaufen? Was ist denn einer? Was hat er denn? Marvin, was hat er? Achso. Guck mal für sie. Magischer Stab. Okay, benötigt Level 13. Den würde ich gerne kaufen. Zack. Haben wir jetzt gekauft für sie. Klasse der Heldenmagier. Sollten wir vielleicht auch kaufen. Dann ist es vielleicht ein bisschen. Na, der ist mehr so auf Magier getrimmt, ne? So, Inventar, das heißt, sie kriegt dann schon mal einen besseren Stab.
shit. Na, Schuhe habe ich jetzt, glaube ich, keine für die gesehen, oder? Ich würde gerne bei ihm was kaufen hier. Aber ich glaube, ich kann noch nichts bei dem kaufen, oder? Ich habe viel zu tun. Schade. Achso, das ist leer. Aber hier habe ich jetzt im Augenblick auch keine Quelle. Da. Der Fass ist auch leer, alles klar. Ihm habe ich jetzt im Augenblick auch keinerlei Quests. Könnt mit dem Bürger hier sprechen. Wenn ihr nach Norden reisen wollt, dann haltet euch vom Sumpf fern. Dort wimmelst nur so von Kobolden. Eins habe ich dort riesige Welsen geangelt. Wälse geangelt. Aber jetzt, ach, wenn die doch alle bloß tot wären. Okay, Kobold etc. So, können auch Schnellreise machen. Das wusste ich jetzt nicht. Vielleicht haben wir ja jetzt mit ihr ein bisschen mehr Glück. Skillen kann ich jetzt gerade nichts. Schade eigentlich. Ich würde ja gerne skillen. Warte. So, Kampf. Ah, ich hätte ihn wieder kommen lassen sollen, ne? Ah, Mann. Das war mein Fehler wieder. Ich glaube, das war wieder mein Fehler. Ah, Mann. Ja, an den komme ich natürlich nicht ran. Alter! Alter! Die muss mich einfach hochheilen, ey. Ah, der ist ausgewichen. Alter! Mann! Upsa! Das könnte vielleicht besser... Oh, ne, oder auch nicht. Okay, der ist schon mal down. Autschen. Alter, der gibt uns aber echt gut auf die Nase. So, der fackelt ein bisschen. Da fackel ich doch nicht lange. Na, oder so ähnlich. Okay, wir kriegen wieder eins auf die Nase. Jetzt nicht mehr. So, wir haben aber jetzt auch kein Heil-Dingens mehr. Das heißt, sie muss uns einmal ein bisschen hochheilen wieder. Und ihm eine verpassen.
Wir müssen uns nochmal hochheilen. Ansonsten hat das nämlich alles keinen Sinn. Dann sind wir gleich direkt down sonst. Die sind echt nicht leicht, die, die Magier, ja. 25 bis 43. Gott sei gedankt, Alter. Ja. Ist sie jetzt festgebackt oder was? Ich habe keine Ahnung, wie man schmiedet, aber ich glaube, dass wir da alle Werkzeuge von Tevo gefunden haben. Bringen wir ihn sie ihm. Machen wir das. Wir gucken aber eben hier nochmal rein. Guck mal, da haben wir nochmal gefunden. Ja. Und wir haben sogar noch gerade eben gelevelt. Sie könnte nochmal ihre Heal-Kraft, glaube ich. Zack. Erhöhe Angriff durch Arthur an eine Chance von euren Fertigkeiten der Gegner für eine Runde einzufrieren. Wir gehen da drauf. Wir sind jetzt Arthur, wir machen ein bisschen auf Stärke. Die ist Intelligenz für Magier. Vitalität erhöht die maximale Anzahl der HP der Helden. Und dann gehen wir auf G und zur Festung. Yes! Lieber wäre mir gewesen, wir wären direkt in der Festung gelandet, aber na gut, man kann nicht alles haben. Man kann einfach nicht alles haben. Hallo? Dam, dam, dam. Da. Oh, du bringst mir mein Werkzeug. Wenigstens kann ich jetzt arbeiten. Meine Hände haben Hammer und Zange schon schwer vermisst. Bitteschön, Herr Schmied. Du sollst dir einen Safe oder was besorgen, damit niemand mehr an die Sachen rankommt. Ein Safe? Was ist für ein seltsames Wort? Was bedeutet es? Es ist ein, nun ja, eine Art schwere Eisenkiste, die nur du öffnen kannst, sonst kommt niemand an den Inhalt und sie ist zu schwer zum Wegtragen. Du bist ganz schön klug. Ich werde mir bald so etwas bauen, aber zuerst bekommst du wie versprochen deine Rüstung. Hab ich ihn jetzt gekriegt schon? Inventar? Hab ich. Cool. Cool, cool, cool. So, lass mal gucken. Ich würde gerne meine, deine Waren ansehen. Falsche Klasse. Hände brauchen wir auch. Füße wäre jetzt auch sehr cool. Dragon Wings, Klasse der Heldenritter. Okay, können wir einfach noch gar nichts mitmachen, ne? Können wir ihn verkaufen hier? Ich wüsste echt nicht, was wir damit machen sollen. Würde ich gerne anlegen. Zack. Zack. Haben wir einen besseren Ring. Und dann könnten wir uns bei ihm... Ja, das können wir erstmal verkaufen bei ihm. Können wir nicht noch ein zweites Schwert?
ich habe kein Geld mehr. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich verkaufe ihm die jetzt einfach, weil ich Kohle brauche. Aber ich glaube, wir kriegen nicht so viel Kohle, ne? Was ist? So, wir haben es gekauft. Und dann können wir uns das eigentlich hier zulegen. Hey, was habe ich denn jetzt angelegt? Arthur-Schwert, Level 1. Ein praktisch Schwert in der Art des Kampfes geeignet. 34 bis 57. 34 bis, achso, 21 bis 34. Okay, ja. So, sie kriegt ihr Zauberstab, den kann sie nämlich jetzt... Hä? Doch noch nicht? Ah, die hat erst Level 4. Naja. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr davon sehen wollt... Arthur, ich glaube, du sollst mit Bran reden. Er ist der Besitzer der Taverne. So, das ist ein Bürger. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Das auf jeden Fall ist, ja, Billy Willy. Speichern. Und, neuen Spielstand. Festung. 11 Stunden, 47 Minuten. So lange haben wir noch nicht gespielt, aber gut. Ja, wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann, gebt Bescheid. Achso, annehmen muss ich drücken, Trottel. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das wollt. Und dann werden wir hier nochmal ein bisschen rumspielen und so weiter. Und dann werden wir weiterspielen. Ja, genau. So machen wir das. Wir werden dann weiterspielen, wenn ihr das hier wollt und sehen wollt und so weiter. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Und ich sag da mal, wir sehen uns bei Willy Nilly Night, wenn ihr es denn wollt. Vielen Dank fürs Zusehen. Arena, dein Team. Hab ich noch nicht. Feindliche Teams. Da kann man noch Arena spielen. Wer Bock hat, wie gesagt. Vielen Dank. Ciao mit V.